So, hallo an alle zur 10 Milliardsten Folge des Mega-Projektes. Wir sind gerade aus diesem kleinen Spalt raus, haben übelst krasses Zeug gefarmt und so weiter und so fort. So, übelst krass, wird einige Mal öfters noch vorkommen. Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, mit diesem Zauberstab, dem neuen. Also dem neuen alten, als ich erstmal benutzt habe, da habe ich mich zurückgehalten, weil der hat immer so ein bisschen Umgeschmack. So habe ich den nicht genommen. Jetzt nehme ich ihn aber. Ich denke auch immer dran, Fackeln zu setzen, jetzt wenn ich hier mal so reingehe, ne? Deshalb habe ich ja welche gemacht. Ne, nichts Besonderes mehr, ich kann wieder zurück. Ich geier mal durch Höhlen durch und versuche Kopper zu sammeln halt dementsprechend. Also hier, ich habe noch 4 Stück gekriegt, noch 4. Ich brauche viel, viel mehr Kopper. Und deshalb begebe ich mich ein wenig durch die Gegend hier. Ich weiß, es gibt nur eine Oberfläche, das heißt, wir dürfen nicht so tief gehen und so weiter und so fort. Und ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen, und sammeln so alles mögliche an, was dazwischen kommt. Von Monstern brauchen wir keine Angst zu haben, die kloppen wir sowieso eiskalt weg, ohne Probleme, ist ja kein Ding. Das sind ja putzige, süße, kleine Viecher. Ich gehe auch mal zu diesen Bäumen dahinter. Ich probiere übrigens auch noch mal was gerade. Achtung. Was passiert denn, wenn ich das mache? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Schade. Hier war da noch so... Nein, keine Silberpflanzen mehr drunter. Schade. Cleanstone. Das ist natürlich auch schon alles hier eingestürzt. Und ja, da war ich schon mal. War sogar schon mal. Ich selbst schon mal. Unten haben wir ein Erz hier noch drin. Erze. Nö, nichts Besonderes mehr. Ich brauche eine Höhle. Eventuell mal so. Wo man abbauen kann und so. Da hinten ist ein alter Vulkanausbruch. Alter Vulkanausbruch. Das ist ein Thumbnail wert. Unter anderem. Da hat sich jemand zum Ballon hochgesteckt, sehe ich gerade. Ja. Ich geh mal ein bisschen rüber und guck mir die Sachen mal an. Hier vorne bei dem Baum, da müsste eventuell auch noch ein Ding sein. Dingens. Ich werde doch mal das Schwert hier gerade benutzen, um endlich mal dafür zu sorgen, dass es kaputt geht. Ich brauche keine Schwerter mehr. Ich brauche hier nur noch Zauberstäbe aktuell. Meiner ist zwar kaputt, aber ich habe ja noch einen neuen. So. Oh, hier könnten wir auch mal reingucken eventuell. Raus, komm hoch, Spinne. Nein, kommst nicht hoch. Schade. Ja, zack. Ich krieg keinen Fallschaden. Und jetzt hier. Glücksspitzhacke. Nein, ist da unten gefallen. Ach, macht nichts. Die haben übrigens unendlich Haltbarkeit. Achso. Ja, müsste gehen. Da ist nochmal Kupfer. Achtung. Zack, zack. Zack, zack. Alle Erz abgebaut. Achtung, jetzt nochmal das da hier. Oh, da ist nochmal was. Selbstverständlich muss ich jetzt hier... Nein! Verdammt, daneben geklickt. Ich darf nicht daneben klicken, weil ansonsten setze ich auch der Cleanstone, wie gesagt. Ich habe bereits schon mal erwähnt. Die Blöcke müssen übrigens auch freiliegen, so wie es aussieht. Ja. Schön! Ich kann mich wieder nach oben stacken. Ich habe das Ding einmal komplett abgegrast. Kranker Scheiß. Achso, das ist nach Kohle. Ja. Nehmen wir mit. Lohnt sich so ultramäßig, dieser Zauberstab. Nein! Achso, ich kriege gar keinen Fallschaden. Das ist so. Das ist so krank. Na, Spinne? Na? Wie sieht's aus? Achso, ja, ich habe genug zu viel Erde verbraucht. Ganz einfach, ich baue einfach den Stack, den ich gerade gebaut habe, nochmal ab von zum Essen von unten nach oben. Und stack mich gleich einfach wieder von neu hoch. Also. Ich weiß nicht, ich sag so einen Satz nie, aber ich glaube, so ein klein bisschen könnte man jetzt sagen, ist ja voll Pro eigentlich. Weil die Mobs machen mir nichts mehr aus. Die haben mich gerade eine Klippe runtergeschmissen. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Och, schon wieder. Das ist doch. Oh Mann, die ärgern mich nur. Mann, sind die putzig. Ich habe jetzt so ein bisschen Simon im Hintergrund, im Kopf, wie er reagieren würde. Also ich würde, glaube ich, sehr laut rumschreien. Ja. So, ich gehe jetzt mal leider hier hoch. Ich muss die Spinne töten, bevor ich oben bin, weil die pushen mich jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich wieder runter. Simon wird, glaube ich, ausrasten oder so. Na, Spinne? Na? Wer ist mal damit hier, wenn ich mal so rauskomme? Wie gefällt dir denn das dann? Da. Ah, schön. Vulkanausbruch.
Ich muss aber noch meinen Screenshot machen. So. Zack. Minimum Share, weil kann man auch Dias draus machen, das ist gut. Hier baue ich nochmal diese Pflanzen ab. Ach. Oh, verdammt. Jetzt ist es endlich kaputt gegangen. Das Schwert. Das Schwert des Todes. Wie gesagt, ich brauche ein Jetpack, deshalb Kupfer sammeln und dann wird das Jetpack gebastelt. Kohle habe ich ja genug, zum Glück. Oh, schwieriger Abbau hier. Auf eventuell Lavagrund. Pass mal auf. Mach kurz das hier. Nein, oh, Zombie hier. Alles gehäckselt, alles gehäckselt. Na, komm, fällst du in die Lava? Fällst du in die Lava? Fall in die Lava, also geht er. Wie viele Mobs hier sind. Natürlich muss ich jetzt erstmal essen, also ganz unbesiegbar bin ich im Moment auch noch nicht. Vor allem auch, weil ich jetzt die Schuhe an habe, die geben keine Rüstung. Da, guck mal. Plopp, 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 plopp. 21 Obsidian eingesammelt. Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht so ein Geizen mit, hier den Items eigentlich. Ich kann übrigens, wenn ich das hier mache und das hier, nochmal drüber laufe, kann ich die einsammeln, ohne dass ich jetzt hier nochmal habe. Genau das gleiche mit Ember, glaube ich, oder wird das so eingesammelt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das wird so, nein, wird auch einsortiert. Schön. Ja. Hier kann ich nochmal reingehen. Gehe ich auch nochmal. Ich wusste es. Oh, verdammt, da ist ja der Zauberstab. Wie gesagt, Kohle sofort mitnehmen, alles. Ach du Scheiße. Böse Spinne, böse Spinne, böse, böse, böse Spinne. Und dummer Spark. Ich bin aus dem runtergefallen, ohne dass ich mir das Kopf eingesammelt habe. Egal, geht's halt nochmal hoch. Ganz einfach. Easy going. So. Oh, da war noch mehr. Schade. Aber das kann ich ja mal so gucken. Nochmal mehr. Joa. Ich habe natürlich noch ein bisschen mehr Kupfer jetzt, aber egal. Mal schön Fackeln setzen, habe ich ja gesagt, ne? Och, das war schon. Okay. Dann halt wieder raus. Und zwar. Ich müsste vielleicht mal ein paar Creeper explodieren lassen, dass ich Erde krieg. Ja, ist mein Hobby. Creeper explodieren lassen. Explodieren. Zack. Einmal da nochmal tauschen und. Ja. Nein, verdammt. Das war ein Fail. Scheiße. Darf ich daneben klicken? Ich kann natürlich auch einen einzelnen Block und halt so eine Gruppe von Blöcken. Ich mache halt immer die Gruppe von Blöcken, weil ich ja immer sehe, dass da also mehrere Erz auf einem Haufen sind. Jetzt habe ich leider keine Erde mehr. Sagt mein Schürfer-Rucksack, habe ich da noch drin. Sand, Marble, Kies. Ach, egal. Egal, so. Geht's hier nochmal rein. Ich war, glaube ich, auch schon zum Teil mal drin. Habe aber nicht alles mitgenommen. So, auf einer früheren Erkundungstour wurde dann auch die Aufnahme irgendwie abgebrochen, das Mal. Einfach abgekackt, das kann mal passieren. Ist keine Absicht. Oh, hinten sind noch Shards. Schön. Eisen. 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 Schön Fackeln setzen und ach, das ist auch richtig schön hier gerade. Das macht richtig Laune. Macht mal so schön Bling. Ich glaube, da war noch mehr bestimmt. Ja, siehst du mal, in 1. So. Das ist doch mal genial. Kann man auch theoretisch wieder rausgehen. Ich weiß nicht, soll ich noch tiefer rein? Ich habe noch nicht alles jetzt gesehen gehabt. Sogar Eisen übersehen. Mein Gott. Ich habe Eisen übersehen. Hier könnte man nochmal rein. Genau. Ist ja noch weiter oben. Hier könnte auch noch Kupfer sein. Zeige ich doch. Ich habe auch Lava irgendwo. Jetzt nicht so schön.
Habe ich es, glaube ich, noch? Nein, kein weiterer Ass mehr. Egal. Went drauf usen. Am Boden ist nochmal was. Und dann könnten wir wieder runtergehen. Und um die Ecke. Tralala. Warum brauchen wir eine Mining Turtle? Können wir doch alles selber machen. Und dann hier runter, gell? Genau. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe teilweise Sachen da gelassen. Aber die Kupfertour ist erfolgreich. Sehe ich gerade. So. Ich bin mal gespannt, was die anderen zu sagen, wenn die diesen Zauberstab hier sehen. Vielleicht will den ja auch um die einer haben, aber das Problem ist, ich brauche den ja nicht verkaufen. Ich habe ja alles, was ich brauche. Warum sollte ich den verkaufen? Boah, ich kann fies sein. So, Kohle. Ach so, ja, doch. Hier hab ich habe es meiste mal mitgenommen gehabt. Hat natürlich länger gedauert. So kann ich einfach durchflissen. Zack, 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 zack. Das ist so. Ah, ich halte die Schnauze, ich weiß. So, Kupfer, Erz. Schön, schön. Natürlich wird einiges von dem von Erz noch jetzt übersehen, weil es ja in der Wand drin ist und das deckt nur alle offenen Blöcke ab. Aber wisst ihr was? Das macht nichts. Es macht einfach nichts, weil ich habe keine Erde mehr. Es macht einfach nichts, weil allein von der Menge, die da insgesamt reinkommt, ist unglaublich. Der Zauberstab, okay, mein Zauberstab ist aber bald weg. Das heißt, da muss ich eine Spitzhacke oder so machen. Ich brauche hier nur zum Abbau für, wenn ich irgendwo hoch will. Ist auch Lava an der Decke. Oder im See. Ist nochmal ein Hund. Ich zähle mir jetzt aber nicht. Ich gehe ein bisschen weiter und ich bin hier schon mal die gleiche Route entlang gelaufen, aber ich sammle Federn ein, indem ich Hühnchen töte. Auf dem Weg auch gleich nochmal. Bei diesem Brunnen ist natürlich das genial mit dem Gold. Und kann ich einfach. Oh, was hat das geblitzt? Ich kann einfach massig schnell mega viel Gold einsammeln. Hier sind noch Rubber Trees, aber die brauche ich gerade mal nicht. Ja, also hier so eine Gegend, da war ich ja noch nicht, aber ich habe noch einen etlichen Brunnen. Genau, da vorne waren noch etliche Brunnen, wo die Leute eigentlich nichts, wo die anderen nichts rausgeholt haben. Da könnte ich hingehen. Aber das mache ich dann wenn mit Jetpack. Ich habe genug Kupfer, ich gehe mal. Genau, ich mache es langsam auf den Rückweg. Und auf dem Rückweg versuche ich dann mal. Nichts mit Rückweg, doch nicht Rückweg. Vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Doch Rückweg. Mache ich das Jetpack und dann gehe ich nochmal in die Höhle. Doch nicht Rückweg. Ah, das ist doch. So. Hier war noch keiner andauernd und hier ist alles frei. Ich habe Kupfer ohne Ende. Don't tell me that this is a dream. Ist ja Marble, könnte ich theoretisch, ich könnte auch Marble Bricks machen und so Zeug. Ja, ich weiß, Fackeln setzen so. Ich habe die Brightness aber schon Optionen auf hell gestellt, so hell wie es geht. Versucht doch bitte Vollbild zu machen auf dem Mobilgerät. Das ist meistens ein bisschen blöd, auch Let's Plays allgemein zu schauen. Versucht doch auf dem PC, wenn es geht, alternativ. Dann habt ihr besser, auch viel, viel bessere Qualität eigentlich. So, dann da nochmal, da nochmal. Komm schon. Habe ich keinen. Ich habe keinen freien Platz mehr. Aha. Ah, nee. Ups. Ich habe doch noch freien Platz. Ich darf nur nicht. Schön. Schön, schön, schön. Das ist hier, glaube ich, die beste Farmrunde, die ich jemals hatte. Mit dem besten Ergebnis auch. Die am meisten Spaß gemacht. Keine Ahnung, wie es bei euch ist. Macht es euch Spaß, das hier zuzusehen, wie das Ganze hier so ganz schnell vonstatten geht und so. Macht das Bock oder ist das eher für langweilig? Ja, fühlt sich ja nur ganz schnell durch. Ich glaube, ich springe mal runter. So, Minimumscherben natürlich immer schön einsammeln. Kannst du die erst draus machen? Mit noch blaue Erze und alles. Oh, verdammt, ich muss mal ausleuchten hier vielleicht ein bisschen. Ich würde sagen, der Zauberstab ist bald kaputt, aber bevor der kaputt geht, werde ich den auswechseln gegen den anderen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich den dann noch weiterverwenden kann, wenn ich ein anderes, wenn ich brauche doch den blauen Zauberstab für ein weiteres Element, für ein Item meine ich jetzt von, brauchst du den Feuerzauberstab für die Pickaxe
Und ich glaube, den gelben brauchst du auch noch für irgendwas. Ich wusste nicht mehr genau für was. Aber dann behalte ich den noch einfach und kann den noch später zum Verzaubern nehmen. Das heißt, ich tausche den gerade mal aus, so. Nehme jetzt den neuen und hab den anderen noch. Hier sind auch Elemente drauf und alles mögliche. Das wäre Verschwendung, den zum Zerbrechen zu bringen. Da kann ich ihn noch so viel effizienter nutzen, indem ich ihn einfach noch behalte. Mitnehmen, aber nicht mehr halt mit Angreifer. Das ist eine schöne Höhle hier. Schöne Höhle mit vielen Ressourcen. So. Ich kann es ja zum Glück leisten, alles jetzt mittlerweile. Auch einen Zauberstäbe so zu verschwenden. Nur das da hier ist das Wichtigste, wird immer schön mit einer Gierspitzhacke abgebaut. Bei dem hier meinetwegen auch noch. Also das ist wirklich die krasseste Farmfolge ever. Wirklich. Die krasseste mögliche Farm. Ne, Jetpack noch, dann wäre es die krasseste mögliche Farmfolge. Aber es läuft schon mega schnell. Mega, mega, mega schnell. Ich müsste auch übrigens mal das hier machen und das da hier und das da hier und das. Das vielleicht noch. Das vielleicht noch und das vielleicht noch. Das Inventar ein bisschen frei machen. Die werden jetzt auch mal schon in die Rucksäcke einsortiert. Die da. Den da. Das da hier. Das da. Weitere Kohle. Mal Kupfer, wenn noch was kommt. Hier ist ein Enderman. Eigentlich müsste ich auch mal Enderperlen so Zeug sammeln. Das ist meine Fackel wieder. Das ist echt so, das ist schon krank. Aber hier komm, weißt du, bin ich jetzt zu faul, weißt du, die noch einzeln abzubauen. Ich gehe halt schnell durch, dann sehe ich schon, wo ich war und... Ah ja. Ist ein bisschen besser, glaube ich. Warum ist noch Kupfer? Da jetzt hochfliegen und... Oh, das... Das wäre das Ultimum. Und dank den Fallstiefeln, du kannst am Jetpack auch Schaden kriegen, wenn du runterfällst. Dank diesen Fallstiefeln kriegst du vom Jetpack keinen Schaden aus, gell? Du kannst runterfallen von so weit du willst. Nein, verdammt, ich hab's wieder verkackt. Jetzt da. Muss wieder Cobblestone erstmal selecten, weil ich ja den austauschen will. Das heißt, ich habe halt jetzt gerade Shift gedrückt, weil ich mich so nach vorne geschlichen habe. Darf ich aber gar nicht eigentlich. Oh, Spawner. Schön. Das ist ein Villager-Zombie übrigens. Einfach reingehen hier. Zack. Genau. Kisten, was haben wir drin? Eisen. Kupfer. An der Decke auch noch Schatz zur Not. Und hier haben wir Gunpowder, Tin. Aber hier Kupfer, das lohnt sich. Oder kann ich das Kupfer nicht mal mehr einsammeln? Ach du Scheiße. Oh, ja, ich habe nicht ganz genug ausgeleuchtet. Natürlich kann ich das alles einsammeln. Die Shards hoffentlich auch, wenn ich es richtig mache. Ja, wie machen wir es? Ich glaube, wir fahren ein bisschen hier raus und da raus. Wir sind nämlich echt bald am Ende schon wieder angelangt. Mehr geht nicht mehr. Muss teilweise schon Dings raus von Most und könnte ich auch ohne Probleme massig einsammeln. Naja, Kisten, aber hier, ich könnte jetzt auch noch abbauen, gib Level. Zack. Ja, Enderman, aber ich habe dich ja nicht angeguckt. Du willst mir bestimmt nichts machen. Weil ich dir nicht in die Augen geschaut habe. Noch nicht jedenfalls. Wenn dann wir das hier aussehen, verdammt. Mobs können mir echt nichts mehr. Zombie, irgendwo warst du ja noch. Da noch Zombie und... Oh, es ist so hell dunkel hier. Ach Leute, Zombies ohne Ende.
Allzu lang hält der Zauberstab dann auch nicht wieder. Aber Eisen. Mann, Leute, Eisen. Meine Freunde. Kohle. Eisen. Kohle. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Um das abzubauen, alles, was jetzt gemacht haben, es hätte ewig gedauert. Es hätte Stunden gedauert. Wir flitzen hier einfach nur durch. Und zuck mal kurz mit den Wimpern. Und ihr seht, was ich sehe, das rote Erz. Das ist genau das, was wir brauchen. Da war noch Gold, darf man auch nicht übersehen. Eisen nochmal. Da war Zinn wieder. Oh ja, die roten Charts, die sind gut. Hatte ich da nicht schon welche gehabt? Sind die einsortiert worden oder nicht? Ich hoffe mal, ich habe die nicht verloren. Ich hatte doch schon welche auch in dieser Runde, wo ich unterwegs war, gefunden. Glaube ich, oder? Oder irre ich mich da? Ich weiß nicht. Aber die Charts, die nehmen wir trotzdem immer schön noch alle mit, so viel wie es geht. Fackeln setzen nicht vergessen, ich weiß, danke. Fledermaus. So, Zombie. Ein Blitz nach dem anderen, ein Blitz nach dem anderen. Und er ist weg. So. Wieder Kopper. Quatsch. Zinn. Oder Tint oder was auch immer. Alles, was wir brauchen. Ich weiß, ich bin schon wieder zu schnell im Dunkeln, aber es lohnt sich gar nicht mehr Fackeln zu setzen, weil ich sowieso so schnell raus bin oder weitergelaufen bin. Man kann kaum noch was sehen. Ich bin echt so heftig am Geizen. Also, ohne Scheiß, wenn wir hier raus sind, ganz ehrlich, wir müssen erstmal eine Weile lang nicht mehr farmen gehen. Eine ganze Weile lang nicht mehr farmen gehen einfach. Habe ich jedenfalls das Gefühl. So, ich weiß gar nicht, wo welche Höhe. Doch, 25. Oh, wir sind relativ tief. Habe ich nicht erwartet gerade. Diamanten werden trotzdem noch mit der Dierspitzhacke abgebaut. Also müssen wir so tief kommen. Und ich darf den einen Zauberstab nicht mehr so arg belasten. Weil wir sonst nicht mehr rauskommen. Aber wir können noch zur Not der Spitzhacke craften. So. Ich habe das rote Erz oben gesehen. Da würde ich gerne noch hin. Und das einsammeln. Ach so, okay. Wenn man, wenn das Inventar voll ist, dann werden die Items, dann fallen die einfach nur nach unten. Man kann es aber trotzdem noch sich schnappen, theoretisch. Also noch einsammeln. Ich probiere gerade mal ein bisschen Zeug rauszuwerfen und auch wieder einzusammeln und guck mal, was passiert. Ja, Platz im Inventar gemacht, schön. Ja, Fackeln setzt natürlich, so, ich vergesse das immer, aber mir sehe ich einigermaßen. Das da. Weitere Shards und irgendwo da oben noch Feuershard, aber den hole ich mir gleich mal zuerst. Ich darf mich übrigens nicht selbst irritieren wegen Dingensen, wegen den Cobblestone, dass ich denke, dass da ein Dungeon ist. Hier habe ich ja selbst dahin platziert. Layer 23. Zombie? Ich höre dich. Nein, verdammt. Das war ein Fail. Ich habe halt jetzt jede Menge Cleanstone nach dem Inventar. So kann man auch Cleanstone farmen. Verdammte Scheiße. Stimmt ja. So kann ich ja ohne eine Cleanstone farmen. Ich muss die nicht im Ofen backen. Ich habe mir noch im Ofen Cleanstone gemacht, weil ich Stone Bricks haben wollte für den Hausbau. Alter Schwede. Das ist. Ich glaube, wir haben das Let's Play zum nächsten Level gebracht. Also von der Handlichkeit her. Keine Angst mehr vor Mobs und so.
Weil oben noch irgendwas. Nein, da bin ich runtergekommen, gell? Ja, bin ich, glaube ich, runtergekommen. Auch fast auf Diamantenebene. Auch nur fast. Hier gab es nichts mehr. Hier hinten vielleicht nochmal an der Decke wieder Eisen. Nach oben? Nee, lieber mal nach unten. Jede Menge Shards. Und hier ist Endstation. Okay, das heißt, das wäre es auch schon gewesen von dieser Höhlentour. Jetzt muss ich aber langsam echt mal wieder zurück. Wenn ich jetzt sterben würde, das würde ich nicht verantworten können. Ach, das war hier. Die Slots sind teilweise voll hier. Boah. So. Jetzt aber raus hier. Denke ich mal. Also hier gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erkunden. Ich glaube, hier bin ich hergekommen, gell? Ja. Hier zum Beispiel würde es... Ne, da hinten war ich schon. Hier geht's nach oben. Creeper, Creeper, Creeper. Explodier mal. Danke. Jetzt hast du theoretisch wieder Platz geschaffen für... Ups. Ich wollte gerade schon sagen, wenn auf der Erde explodiert wäre, wäre das besser gewesen. Wie geht's hier hoch? Ja, geht's hoch. Bin ich hier auch runter? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, weil ich noch nichts gedingens und so. Explodierkorn, danke. Ah, nee, gut, ich war ja noch nicht. Der macht nämlich nicht so viel Schaden zum Glück, deshalb kann ich ihn noch zum Explodieren bringen. Ja, dann. Was soll ich noch groß sagen? Außer, dass es mega genial ist. Ist wirklich ein mega Projekt. Mega genial. Mega geniales Projekt. Ich will nicht wissen, wie viel Eisen ich mittlerweile habe. Zu viel bestimmt. Geht das überhaupt, zu viel Eisen? Ja, ich sitze gerade hier im Moment einen kleinen Tacken fest auf Layer 38. Ich muss hier irgendwie nur wieder raus, ne? Ich habe mir nicht den Weg gemerkt. Ich bin zu schnell hier runter gerusht. Normalerweise hat man ein bisschen mehr Zeit, weil man die Blöcke abbaut und alles. Aber dieses Mal, ne. Hier, nee, hier bin ich doch runtergekommen. Hier bin ich runtergekommen, glaube ich. Oder? Oh, verdammt. Kopf war das, nehme ich noch mit. Ist einfach rausgeploppt, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Ja. Das ist jetzt die Frage. Where I am? Oder so. Where am I? Auf Diamantebene. Aber da wage ich nochmal einen kurzen Blick nach unten. Sorry, Leute. Das ist nämlich äußerst genial. Hier unten. Ich sehe ja oben auf der Map, habt ihr ja gesagt, habe ich Feedback gelesen. Gibt es auch die Y-Koordinate. Ich muss mir F3 drücken. Wir sind auf Layer 13. Kein Platz mehr. Kein Cobblestone mehr. Unfassbar, wir haben kein Cobblestone mehr. Ja, trotzdem, solange ich noch hier bin, es gibt halt nicht mehr, wird nicht mehr das andere eingesammelt, aber nur noch wertvolle Zeug. Uranium zum Beispiel, würde ich noch als wertvoll zählen. Und sonst dann nichts mehr. So, jetzt aber echt raus hier, weil ich habe keine Kapazität mehr für irgendwas. No, not enough space sozusagen. Können vielleicht nochmal das hier machen. Na komm schon, zack, wieder Platz, aber keine Cobblestones mehr. Ich verschwinde. Die Folge ist sowieso auch schon viel zu lang. Ich hoffe mal, dass ich in den nächsten 5 Minuten wieder draußen bin. Oder in meinem Haus bin. Und ja, auch Jetpack wäre in der Höhle viel einfacher und praktischer. Was habe ich hier noch? Schifferrucksack. Ich habe noch Cobblestone. Habe ich doch gar nicht gesehen. Hier an der Decke ist auch noch ein bisschen voll. So. Wisst ihr was? Ich mache hier auch wieder einen Cut und fange schon wieder die nächste Folge an.
Es wird sonst wieder zu lange dauern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war die krasseste Farmfolge ever. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns demnächst und tschüss.